ihr Lieben, heute möchte ich mit euch einfach mal darüber sprechen, woran ihr erkennen könnt, dass ihr spirituelle Fähigkeiten und Talente habt. 12 Merkmale habe ich herausgearbeitet und wir werden natürlich auch noch darüber sprechen, was ihr tun könnt, um eure eigene Spiritualität ins Wachstum zu bringen, also sprich unterstützen zu können. Ja, als allererstes würde ich ganz gerne mit der Frage beginnen, was ist überhaupt Spiritualität? Sind spirituelle Talente und ein spirituelles Leben ein und das Gleiche? Spiritualität ist für mich auf jeden Fall erst einmal in der Lage zu sein, Dinge wahrzunehmen, die unser physisches Auge nicht sehen kann. Und diese Dinge, die wir da wahrnehmen, diese Energien, die wir wahrnehmen, auch wirklich zuzulassen und diesen zu vertrauen. Das ist an sich schon Spiritualität, eine spirituelle Fähigkeit. Wir kommen nachher nochmal vertieft auf das Thema zurück. Jetzt würde ich ganz gerne mit den 12 Merkmalen beginnen, woran du erkennen kannst, dass du spirituell veranlagt bist. So, kommen wir zum ersten Punkt. Hochsensibilität. Du hältst es nicht gut aus in großen Menschenmengen. Kennst du das Gefühl? Wenn mehrere Menschen zusammenkommen, fühlst du dich nicht so wirklich wohl, hältst es in großen Gruppen, bei großen Veranstaltungen, bei großen Menschenansammlungen nicht so gut aus, hast das Gefühl, dich dann unwohl zu fühlen, deine eigene Energie zu verlieren und überfordert zu sein von all den vielen Eindrücken. Das kann ein Merkmal dafür sein, dass du hochsensibel bist und dass du die Stimmungen und die Schwingungen, die energetischen Schwingungen der anderen sehr stark wahrnimmst und dass dich dieses dann aus dem Konzept bringt. Zweiter Punkt. Als Kind unverstanden gefühlt und fühlst dich gegebenenfalls heute auch noch unverstanden. Vielleicht hast du es gespürt als Kind, dass du irgendwie so ein bisschen anders warst. Hattest das Gefühl, deine Eltern verstehen dich nicht so richtig, Erziehungsberechtigte, Lehrer verstehen dich nicht richtig. Vielleicht hattest du auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein, konntest dich nicht auf Dinge konzentrieren, auf die man sich normalerweise konzentrieren sollte und hast dich eher verträumt mit anderen Dingen beschäftigt. Häufig ist es auch so, dass man dann nicht so viele Freunde hat. Kennst du das? Du hast nicht so viele Freunde gehabt, vielleicht eine besonders gute Freundin oder wenn du ein Mann bist, einen guten Freund. Warst eher introvertiert, hast dich zurückgezogen, gerne gelesen, geträumt, fantasiert oder dich in der Natur aufgehalten. Auch dieses ist bei spirituellen Menschen meist schon in der Kindheit gegeben. Dritter Punkt. Sehr stark, wie es anderen geht. Wir kennen das. Menschen schauen uns an und wir fragen sie, wie geht es dir? Und sie lächeln und sagen, es geht mir gut, danke. Und eigentlich spürst du, demjenigen geht es vielleicht gar nicht so gut. Du spürst sehr stark, was andere denken. Du hast ein sehr gutes Bauchgefühl. Wenn du in einen Raum reinkommst, spürst du sofort, ob du dich wohlfühlst oder nicht wohlfühlst. Du spürst die Energien von anderen Menschen. Auch wenn du sie dir nicht immer erklären kannst, spürst du in dir einen tiefen Instinkt, ein Bauchgefühl, ob du den anderen magst oder nicht, ob er dir gut tut oder nicht, oder aber eben, wie der andere sich fühlt. Und das hast du bestimmt auch schon in der Kindheit wahrgenommen. Kommen wir zu Punkt 4. Menschen suchen bei dir Rat und klagen bei dir ihr Leid. Du bist so regelrecht die Klagemauer. Menschen kommen zu dir, schütten sich ihr Herz aus. Nicht nur Menschen, die du kennst, ja, die gute Freundin, die Familie, die Nachbarn, sondern es wirklich, wenn du mit wildfremden Menschen ins Gespräch kommst, spürst du, dass sie ruckzuck ihr Herz öffnen und dir ihre intimsten Geschichten erzählen, ihre größten Sorgen offenbaren und dir zuhören, wenn du einen Rat zu geben hast. Kommen wir zum fünften Punkt. Du hast ein sehr starkes Gefühlsleben, ja? Denkst vielleicht auch sehr stark in Bildern, sprichst auch in Bildern. Gefühle sind bei dir immer sehr stark in Aufruhr und deine Gefühlsangelegenheiten sind oft dominanter als dein Denken. Sechster Punkt.
Du hast eine tiefe Sehnsucht nach Frieden, nach Ehrlichkeit und nach Echtheit. Du spürst, dass die gesellschaftliche Form der Umgang miteinander sowas von unehrlich ist und materialistisch geprägt und dass wir nicht gut miteinander umgehen, nicht gut mit der Natur umgehen und das ist dir ein starkes Bedürfnis, dass dieses sich ändert. Du wünschst dir ganz tief Frieden auf der Welt für alle Menschen, ganz selbstlos, also dass es allen gut geht und du wünschst dir einen ehrlichen Umgang miteinander und du wünschst dir Echtheit, also dass wir uns ohne unsere Masken begegnen. 7. Punkt. Stark verbunden mit der Natur und besonders mit den Tieren. Du hast das Gefühl, Tiere zu verstehen, mit Tieren kommunizieren zu können und du hast auch das Gefühl, dass diese dich verstehen. 8. Punkt. Du hast eine starke innere Kommunikation mit den Engeln und mit Gott. Das heißt, du führst innere Dialoge mit den Engeln, mit dem göttlichen Informationsfeld und du fühlst dich die ganze Zeit mit der göttlichen Energie sehr stark verbunden und trittst auch konsequent Tag für Tag unaufhörlich mit der geistigen Welt in Kommunikation. Punkt Nummer 9. Du trägst eine große Liebe und eine große Dankbarkeit in dir. Du kannst dankbar sein, dass du morgens wach wirst, noch einen Tag geschenkt bekommst. Du spürst tiefe Liebe zu allem, was ist. Du kannst das Leben so, wie es ist, lieben und spürst Dankbarkeit und hast eine große Herzöffnung und strahlst diese Liebe und diese Dankbarkeit auch aus. Und andere bemerken das sehr häufig auch an dir und sagen dir das auch, dass du so eine starke Ruhe, so einen Frieden, so eine Liebe ausstrahlst. 10. Punkt. Du hast sehr viel Mitgefühl. Mitgefühl mit anderen. Du bist in der Lage, wertfrei den anderen wahrzunehmen. Das heißt, ihn nicht zu beurteilen, ihn nicht zu verurteilen, sondern spürst ganz tiefes Mitgefühl für seine Nöte, für seine Art zu denken, für seine Art zu sein und verstehst den anderen, ohne ihn zu kritisieren oder aber verändern zu wollen. Punkt Nummer 11. In deinem Leben schon außersinnliche Wahrnehmungen und Erfahrungen, vielleicht sogar bis hin zu einer eigenen Nahtoderfahrung. Das bedeutet, du hast in deinem Leben schon Dinge erlebt, von denen du weißt, die sind wie nicht von dieser Welt. Erfahrungen gemacht, die an ein Wunder grenzen, hast vielleicht auch schon Wunder erfahren oder aber bist selbst schon einmal so gerade eben mit dem Leben davongekommen, hast vielleicht schon einen Übergang mal zur anderen Seite ins Jenseits gehabt, also eine Nahtoderfahrung und bist wieder zurückgekommen in dieses Leben. Das sind natürlich ganz besonders intensive und starke Auslöser auch der eigenen Spiritualität. Punkt Nummer 12. Du hast schon einige Schicksalsschläge verarbeiten müssen und der Unterschied zu anderen Menschen, die auch Schicksalsschläge erleben und auch verarbeiten müssen, bist du aus Schicksalsschlägen gestärkt hervorgegangen. Spürst, wofür die gut waren, kannst analysieren, warum gewisse Dinge passieren mussten, selbst bis hin zu großen, schwerwiegenden Verlusten, spürst du, dass dieses für dich in deinem Leben absolut richtig war und du erlebst deine eigenen Schicksalsschläge als Stärkungen. So, das waren 12 Punkte, die ich mir überlegt habe, an denen du erkennen kannst, ob du spirituelle Fähigkeiten hast. Das waren noch nicht alle Punkte und auch nicht alle müssen bei dir zutreffen. Aber wenn einige schon bei dir zutreffen, dann bist du dem Ganzen natürlich schon ziemlich dicht auf den Fersen und vor allen Dingen
Vielleicht hast du ganz eigene Merkmale, an denen du erkennst, dass du spirituelle Fähigkeiten hast. Und es würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir das unten in den Kommentar einfügst, dass du mir einfach mal schreibst, woran du erkennen kannst oder was dir einfällt, woran man erkennen kann, dass man spirituelle Fähigkeiten hat. Dieses würde ich dann natürlich auch sehr gerne in einem nächsten Video aufgreifen und verarbeiten. Also, schön fleißig schreiben, was fällt dir zu diesem Thema ein? Wenn du Lust hast, ganz aktiv dein spirituelles Wachstum zu verstärken, gibt es da natürlich ganz viele und unterschiedliche Möglichkeiten. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Dankbarkeitsübung. Ja, die ist komplett kostenlos und die sollten wir auf jeden Fall täglich durchführen. Mehrmals am Tag und vielleicht sogar bis hin zu einer Ganztagsgrundhaltung, dass wir dankbar sind für all das Gute in unserem Leben. Und ein weiterer Punkt ist, dass du dich selbst, deine Mitmenschen und das Leben liebst. Ja, dass man sich wirklich bemüht, sein Herz offen zu halten für sich selbst, ganz wichtig, kritisiere dich nicht, aber auch für das Leben und auch das Herz offen halten für andere Menschen. Sich auch immer wieder fragen, was kann ich dem Leben und anderen Menschen geben, damit sie sich gut fühlen. Ja? Und wenn du ganz besonders Lust hast, ganz aktiv deine eigene Spiritualität voranzutreiben, würde ich dir gerne etwas vorschlagen, mit dem ich persönlich gute Erfahrungen gemacht habe und viele andere Menschen auch schon. Und das ist das Tarot der neuen Zeit. Ja? Das ist das erste und einzige Tarot, welches schon aus dem Bewusstsein der fünften Dimension gechannelt wurde von den Bedeutungen. Und selbst wenn du keine Lust hast, selber Karten zu legen für andere, ist dieses Kartendeck ganz wundervoll, denn es ist wie ein spiritueller Lehrer an deiner Seite. Und was ich auf jeden Fall empfehle, ist, dass du dir von diesen 78 Karten morgens eine Karte ziehst und einfach mal schaust, was möchte diese Karte dir sagen. Und wenn du dieses jeden Morgen machst, wenn du dieses jeden Morgen für dich tust, dann wirst du feststellen, dass die Karten dich auf einen wunderbaren spirituellen Weg führen und dich unterstützen, eine spirituelle Denk- und Fühlweise und Lebenshaltung einzunehmen. Und ich würde sagen, ich ziehe dir jetzt mal eine Karte. Und wann immer du dieses Video guckst, ist es wahrscheinlich genau der richtige Zeitpunkt. Es ist genau der Zeitpunkt, wann diese Karte für dich auch in dein Leben kommen soll. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, du hättest für dich dieses Kartendeck zu Hause und würdest dir für den heutigen Tag eine Karte ziehen. So, das machen wir auch gemeinsam. Vielleicht konzentrierst du dich mal und wünschst dir eine Aussage für dich und dein Leben. Kannst ruhig mal kurz die Augen schließen. So, da habe ich schon eine. Schauen wir mal, welche das ist. So, hat sie auch noch nicht gesehen. Die 3 der Stäbe. Also für den heutigen Tag hast du die 3 der Stäbe gezogen. Und damit du auch was damit anfangen kannst, ist in diesem Tarot-Deck, das Tarot der neuen Zeit beinhaltet, auch ganz klar ein Deutungsbuch. Und dann suchst du dir die 3 der Stäbe heraus. Und da steht Folgendes für dich drin. Du weißt, was du willst. Und du kannst auf eine langfristig positive Entwicklung bauen. Tag für Tag sammelst du Bausteine, die deinen Erfolg und das Gelingen deines Wunsches untermauern und stärken. Fokussiere dich auf dein Ziel und lasse dich von nichts und niemandem davon abbringen. Auch wenn das Erreichen deines Wunsches Zeit in Anspruch nimmt oder gegebenenfalls etwas länger dauert, wisse, dass jede einzelne Erfahrung zur Weiterentwicklung dieses großen Ganzen beiträgt. Also eine ganz wunderschöne Karte. Vielleicht hast du ja auch in dir einen Wunsch, etwas, was du erreichen möchtest. Dann darfst du diese Bedeutung natürlich auch ganz klar darauf beziehen. Du kannst das Video auch nachher nochmal zurückspulen und es dir nochmal von vorne anhören. So, und jetzt machen wir noch was Tolles. Wir ziehen jetzt sogar für morgen noch eine Karte, damit du weißt, was der morgige Tag dir bringt und damit du erkennen kannst, wie das Tarot dich auch begleitet. Upsala. So, kleinen Moment. Das machen wir auch wieder gemeinsam. Du schließt am besten deine Augen und bittest jetzt darum, dass du eine Aussage bekommst, die für dich genau richtig ist.
steckt. Schauen wir gemeinsam rein. Die Königin der Münzen. Schauen wir mal. Heilende Hände, Ehrlichkeit und Ruhe sind die Eigenschaften der Königin der Münzen. Entweder begegnet dir eine Frau, die diese Eigenschaften besitzt, die wie eine spirituelle Lehrerin eine wichtige Rolle für dich spielen wird. Oder aber die Karte zeigt dir auf, dass nun diese Eigenschaften in dir selbst verstärkt und vertieft werden. Wow, passt natürlich wunderbar zu unserem spirituellen Thema. Wenn du Lust hast, dir das Tarot der neuen Zeit inklusive Deutungsbooklet, da sind noch ganz viele wichtige Informationen drin, nach Hause zu holen, dann schau mal unten im Text. Ich verlinke es dir natürlich und freue mich, wenn du damit arbeiten möchtest. Darfst du mir natürlich auch sehr gerne schreiben, wie du dich damit fühlst. So, das war's für heute. Ich habe vor, regelmäßig für euch jetzt solche Videos ins Netz zu stellen. Vielleicht hast du Lust, mir in den Kommentar zu schreiben, welches Thema dich interessiert, welches Thema ich als nächstes mal aufgreifen soll. Ich würde einfach sagen, aus den Bereichen Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, ja, Entwicklung für dein eigenes Leben. Was hast du für Fragen? Was interessiert dich? Schreib's mir in den Kommentar. Ich lose regelmäßig aus und werde diese Themen von Herzen gerne berücksichtigen. Würde mich freuen, wenn wir da gemeinsam miteinander arbeiten. Also, ich freue mich ganz doll auf deinen Kommentar und sage von Herzen, lebe glücklich, liebe das Leben, denn das Leben liebt dich. Du bist großartig und ein Geschenk für diese Welt. Bis zum nächsten Mal, deine Linda Giesel.